Hi, nächste Runde und ja, ich sammle jetzt hier gerade so meine Sachen auf, was ich brauche, wie Stativ. Heute komme ich ja mal zu so gut wie gar nichts, es ist eine Katastrophe. Wir haben es jetzt schon wieder, 16:45 Uhr, um 6 Uhr startet der Taki eine Live-Gewinnshow, da will ich nachher dann auch zuschauen. Dann habe ich oben aufs Dach rauf müssen. Satellitenreceiver hat den LMP zerlegt und lauter so ein Mist, Leute. Ey, ich habe so einen dicken Hals. Dann habe ich Autos umgeparkt, weil sie schwere Gewitteransagen und mit Hagel und so. Und ich habe keinen Bock, dass einer von den Kisten hier einen Hagel abkriegt. Also, ich habe es ja letztens schon gesagt, meine Ex-Frau oder hat mir meinen alten Passat zukommen lassen, wieder, den hat sie damals gekriegt und jetzt, ja, das neue Auto auch wieder über mich und naja, auf alle Fälle, Werkstatt ist voll, der Automat steht hier, wir können im Prinzip, oder ich kann jetzt mit dem Bekleben anfangen, innen drin habe ich nochmal mit der Spraydose nachgearbeitet. Also definitiv alle Sichtkanten, so wie hier draußen. Das Ding habe ich auch noch mal schnell nachgearbeitet. Noch mal ein bisschen nachgearbeitet, schnell mit der Spraydose und fertig. Weil es sollte mal einen Lackschaden geben, nehme ich mir dann einfach die Spüldose und fertig. Gut, weil ich weiß ja noch nicht, wie weit die Folie ausreicht. Dann würde ich sagen, ich lege das Ding jetzt mal auf die Seite, hole mir noch einen Tisch für die Folie und dann können wir loslegen. So, automatisch liegt richtig. Da liegt die Folie. Aber bevor ich da jetzt weitermache, hole ich noch schnell was. Weil da kommt jetzt erst noch was schnell hin. Mhm. Ja, gefunden. Die Füße, Leute, die Füße. Füße. Jawohl. Die sind nämlich auch höhenverstellbar. Mhm. Dass man das Ding auch richtig gerade stellen kann dann. Und die schraube ich jetzt alle mal ganz neu. Und dann kommen die hier unten gleich schön in die Ecken reingespackst und dann sind sie dran und wenn wir den Automat dann runterstellen, steht er gleich auf die Füße, brauche ich keine Palette mehr, keine Kanten mehr zum Beschädigen, nichts. Wunderbar, das mache ich jetzt und dann geht es endlich weiter mit dem Folieren. Tja. So Leute, die Füße sind verschraubt und die erste Folie liegt hier oben drauf, habe ich so halbwegs ausgerichtet. Steht natürlich überall ein bisschen über. Überstand, damit ich es nachher dann an der Kante sauber genau abschneiden kann mit dem Messer. Und ja, jetzt habe ich Pause. Jetzt werde ich vorgehen. Und als Moderator im anderen Video mitwirken. Weil da ja solche Arschlöcher unterwegs sind, wo einen immer die Live-Videos kaputt machen möchten. Okay, nächste Szene aber dann, wie wir die Folie kleben. Okay, bis gleich. Ja, für euch ja eh bloß wieder Schnibbler. Hatschepü, nach wiederum 2,5 Stunden später. Display drehen. Ja, Live-Video halt. Also eine leichte, weiche Spatel und jetzt ziehe ich mal die untere Folie ab und versuche das alles sauber drauf zu kriegen. Ob es klappt, ob ich es wirklich richtig schön hinkriege, schauen wir mal. Stativ geht leider nicht höher. Oben ist ja auch noch eine Klarsichtfolie, eine Schutzfolie drauf, die ziehe ich erst hinterher ab. Das hier rein. Ich
glaube, die Folie ziehe ich vorher ab. Nein, sie ist schief! So ein Scheiß! Ah, fuck! Kann ich die ein bisschen rüberziehen, so? Ah, fuck, 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 fuck. Tja, so schnell geht's, wenn man keine Hilfe hat. Irgendwie war der Scheiße Zwiebel zu weit rüber. Leck mich doch am Arsch. Leute, ich kotz gleich ab! Es ist doch zum Kotzen, oder? Extra schon so viel Überstand lassen und dann trotzdem so Mist. Also ich möchte jetzt nicht wissen, was jetzt mit einer gut billigen Folie passiert wäre. Die hätte ich jetzt wegschmeißen können. Definitiv. Da bin ich mir sicher. Ja, ich weiß, man hätte das Ganze auch nass kleben können. Ein bisschen anfeuchten. Aber, ne, mag ich nicht. Alle guten Dinge sind drei. Das ist der dritte Anlauf. Und ich hoffe, dass es jetzt besser aussieht. So, Leute, drauf wäre es, nicht schön, aber selten. Ja, und so mache ich jetzt die andere Seite. Ich drücke das Ding einfach und dann gucken wir mal, wie es dann mit der Folie weitergeht. Ich denke mal das Panel und ja, ein paar weitere Sachen. Aber das zeige ich euch dann immer erst, was ich foliere und wie. Jetzt mache ich erstmal die andere Seite und dann stellen wir den Kasten erstmal wieder am Boden runter. So, da steht er nun auf der Füße. Ein bisschen kann ich ja unten noch regulieren, dass er ein bisschen höher kommt. Und wenn ich hier jetzt so hingehe, ja, ist es eigentlich doch eine recht angenehme Spielhöhe. Und ja, ich stelle ihn aber jetzt trotzdem nochmal auf die Palette, dass wenn ich alleine bin, dass ich das Ding ganz einfach hin und her rangieren kann. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen.
Also von der Rolle habe ich mal jetzt das Zwischenstück, wenn ihr euch daran erinnert, habe ich ja links und rechts die Seitenteile rausgeschnitten und dann das Zwischenstück gehabt. Das habe ich hier jetzt nochmal auseinandergeschnitten. Und jetzt versuche ich natürlich erst einmal mit dem kleinsten Teil, wie das ausgeht, ob ich das hier reinbringe. Naja, halbwegs die Linienführung von dem Carbon möchte ich ja doch schon beibehalten. Ob ich es ganz hinkriege, das weiß ich nicht. Naja, wenn es ein bisschen schief ist, ja, das hier läuft so. Und auf der Seite läuft es andersrum. Also ist das eh schon wurscht. Ja, also ich gucke jetzt auf alle Fälle, dass ich zwei Teile rausschneide, links, rechts, und die dann hier reinklebe. Und ich denke mal, dann werde ich gleich mit dem oberen hier weitermachen und so weiter und so fort. Wenn ich das mit dem Teil, die Seitenteile jetzt nicht beide hinkriege, nehme ich den Fetzen, dann wird das halt für das Lautsprecherbrett zum Beispiel hergenommen. Also ich schaue, dass ich so effektiv wie möglich jetzt die Teile hier rausschneide. Ach Gott, mir klebt alles an der Schuhe! Ah, Mann! Die Dinger sind drin. Gefällt mir. Und das Riesenstück ist jetzt noch übrig geblieben. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das nicht aufteile für hier rum und für den Lautsprecher gleich. Dass das möglichst aussieht wie an einem Stück. Oder ob ich das Brett beziehe. Oder. Oder vielleicht hier komplett rum. Naja, schauen wir mal. Also wenn ich es jetzt oben hin mache, dann mache ich das gleich. Mache ich es hier drüber, schraube ich zuerst die Schublade rein. Gut, das ist eh was von der nächsten Arbeiten, weil da klebe ich einmal komplett drüber und schneide es dann einfach, es ist ringsrum aus. Und naja, okay. Es wird, Leute, es wird. So, Leute, oben das Stück jetzt auch drin. Das hier auch schon. Und was auf alle Fälle noch spannend wird, ist die Teile hier zwischen rein zu kriegen, weil die Folie baut ja doch schon, naja, ein bisschen auf. Ich messe das jetzt schnell mal nach. Also gleich zwei Teile aufeinander, wie viel das aufbaut. Moment. Also das ist ziemlich genau ein halber Millimeter. Links nach rechts, was fehlt. Müsste man rein theoretisch hier jetzt wieder wegnehmen, habe ich keine Lust. Ich probiere das dann rein zu würgen. Ja, zur Not schmieren wir das halt ein bisschen ein, dass das ein bisschen besser flutscht. Okay, gut. Von dem Streifen habe ich jetzt den Fetzen noch übrig. Und, Moment, würde der da komplett rumpassen? Ja, der passt mir hier genau hin. Also mache ich jetzt die Schublade rein und dann wird das vordere Teil geklebt. Ja, verreckt, das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Wie spät haben wir es denn mittlerweile? Wie lange mache ich denn heute noch? Schon wieder gleich 10:30. Tja, Leute, die Schublade ist drin und sie funktioniert. Hier oben hat es ein bisschen Farbe weggescherert gehabt. Habe ich ein bisschen nachgerichtet, dann hat es wieder gepasst. Und die Folie kommt dann da drauf, aber das mache ich dann erst morgen. Aber ihr wisst ja, für euch die nächste Szene. Tja, gute Nacht. Bis gleich. So, Leute, nächster Tag. Endlich mal angefangen. Ist schon gut Nachmittag. Ja. Schubladenteil ist auch beklebt, ausgeschnitten, untenrum und ein paar Luftblasen da drin, muss ich noch sauber anstreicheln. Ja, und ich habe jetzt beschlossen, weil die Dinger wirklich verdammt schwer reingehen, also ein halber Millimeter macht das schon was aus, werde ich die Seiten noch ein klein bisschen runterschleifen, einfach, dass das Brett dann sauber reingeht und dasselbe werde ich auch an dem Brettchen machen. Da werde ich die Seiten auch noch ein bisschen abschleifen. Ja, nicht, dass wir beim Neimachen dann die Folie komplett verscherren. Ja, dann werde ich als nächstes
diese Oberfläche hier bekleben und die Türe von vorne. Also Türe von vorne und die Fläche werde ich nochmal einmal mit einem feinen Schleifpapier sauber vorschleifen. Oh Mann, sauber vorschleifen und dann bekleben. Also ich hole euch dann wieder dazu, wenn ich das alles geschliffen habe und beklebt habe. Jetzt muss ich mal wieder eine kleine Erklärung loslassen. Vielleicht ist es ja interessant für den einen oder anderen. Ich habe das hier jetzt leicht abgeschliffen und wenn man hier genau schaut, sieht man immer wieder so ganz helle Stellen, wo ich geschliffen habe. Und genau diese hellen Stellen ist das, was Erhebungen waren. Also grob übertrieben, blob. Und die habe ich runtergeschliffen und deswegen sind diese Stellen heller. Ja, und jetzt fühlt es sich richtig schön Babypopo-mäßig glatt an und ich kann es folieren. Jo, die Ränder auch nochmal nachgeschwärzt, schnell mit der Spraydose. Das baut dann nicht allzu sehr auf. Das Türle auch komplett gemacht. Oben drüber, die Ränder schleife ich dann bloß nochmal ganz, ganz, ganz leicht ab. Genauso wie hier. Ja, und dann geht es endlich mit dem Folieren weiter. Leute, ich sag's euch, für die Arbeit wäre ein Sklaverecht gewesen. Das ist echt Sklavenarbeit, die Löcher alle ausschneiden. Aber nachdem ich ja, oder beziehungsweise, nachdem ich jetzt das Brett eben vorher geschliffen hatte, das andere geschliffen hatte und dann die Folie erst geklebt habe, stinkt es mir jetzt ganz, ganz, ganz gewaltig, dass ich nicht das komplette Kabinett nochmal vorgeschliffen habe, weil viel Arbeit wäre es nicht gewesen und ja, die Folie wäre wesentlich sauberer gewesen. Also das sieht mal richtig geil so aus. Naja, jetzt ist es so, alles was passiert ist, ist passiert, das kann man nochmal ändern. Ich schneide jetzt die Löcher ab, aus, nicht ab, sondern aus. Und danach werden die Ränder noch schnell schwarz nachgepinselt, beziehungsweise reicht es, wenn ich da mit dem Edding drüber fahre, dass das schön schwarz ist, dass man das nicht sieht. Moment. Also hier vom Schnibbeln und so gibt es so ganz leichte weiße Ränder, die werden einfach mit dem Edding nachgepinselt. Wahrscheinlich sind eh die Tasten drüber, wird man es nicht sehen, aber egal, an den Rändern genau dasselbe Spiel. Und dann reicht mir das Material noch aus, dass ich den Boden und den Boden machen kann. Tja, nachdem ich sie geschliffen habe. Das tue ich mir jetzt definitiv noch an. Gut. Hey, sonst soll ich euch was sagen? Ich kann bald zusammenbauen. Geil! Tataratataratata. Es ist soweit vollbracht. Der komplette Kasten ist foliert. Ja. Fertig. Eindeutig fertig. Foliert. Gut. Dann werde ich mit dem Zusammenbau anfangen, aber ich denke, das machen wir jetzt das nächste Video draus. Ja. Und deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle aus der Foliergeschichte und in der nächsten Runde geht es mit dem Zusammenbau weiter. Ganz genau. Ob ich dann hier schon ein bisschen aufgeräumt habe, weiß ich noch nicht. Aber egal, nächste Runde zusammenbauen. Tschaikowski, wir sehen uns.